Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Weiter geht's. Okay, unser Hotel empfiehlt eine Massage nach dem Baden. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, fragt bitte einfach. Hey, es schadet unserem Image, wenn du direkt vor unserem Hotel einen Streit anfängst. Was? Hier sind auch schon welche drin. Oder müssen wir erstmal irgendwo gucken, wo wir hin müssen? Was müssen wir jetzt tun? Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Was? Was redest du da? Sei nicht so arrogant. Wir sind nur die Rafan. Wir waren die Ersten in Zielpadon. Ihr habt die Angewohnheit, später zu kommen und euch einzumischen. So nicht, ihr Algarde habt keine Auge für Qualität. Was würdet ihr tun, wenn wir eure Produkte nicht kaufen würden? Ihr würdet verhungern. Ist das ein Streit? Prima, auf geht's. Nicht schon wieder. In dieser Stadt kommen drei Vögel zusammen. Sie verstehen sich untereinander nicht allzu gut. Besonders die Algarde und die Rafanen fangen Streit an, wenn sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Jedenfalls sollten wir uns eine Unterkunft für die Nacht suchen und uns ausruhen. Möchtet ihr die Speicherkarte sind? Okay. Das ist wirklich eine große und schöne Stadt, aber die Leute scheinen nicht einig zu sein. In Kafo sind die Leute vereint und versuchen, ihr Dorf zu verteidigen. Ja, nicht weil du es sagtest, soll es wahr sein, aber vielleicht sind sie einfach reizbar. Ich frage mich, ob die Leute in dieser Stadt wissen, dass Kafo zu Stein geworden ist. Wenn sie es wissen, sollten sie nicht so ungerührt wirken. Aber guck dir bloß dieses Essen an. Es ist knallrot. Ist das nicht etwas zu scharf? Diese Stadt liegt mitten in der Wüste. Es ist anders als in deinem Dorf. Man kriegt keine frischen Lebensmittel. Die Mogel bekommen das meiste von woanders. Wenn sie keine Gewürze verwenden würden, wäre es gefährlich. Oh, ich verstehe, du bist gut informiert. Was? Das musst du nochmal für Darlin wiederholen. Wie ist es denn, dieses Zielpadon? Ist es eine riesengroße Stadt? Es gibt hier die drei Völker. Die Rafan, die Algarde, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, und die Mogei. Es scheint, dass aufgrund der letzten Verwandlungsvorfälle Flüchtlinge aus den Dörfern eingeflogen sind. Ich frage mich, warum die Leute in dieser Stadt so ungerührt wirken. Die Bewohner und der Wald von Kafu sind zu Stein geworden und es geschehen komplizierte Dinge. Mega scharf! Ich mag das Essen hier gar nicht. Die Mogel unterscheiden sich von den anderen Völkern in dieser Stadt. Die haben aber eine gute Einstellung. Ah, die Mogel, ich kenne einen von ihnen. Der ist definitiv anders. Alle Mogel sind Händler. Die tauchen überall auf. Die kommen auch nach Lein. Aber sie haben diese Redensart. Ehre das Leben. Das ist weise, oder nicht? Nun, Ehre das Leben. Ich nehme an, dass es eine Art gesunder Menschenverstand ist. Ich habe jedenfalls noch nie eine so große Stadt gesehen. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Sightseeing.
Ja, so langsam habe ich hier durch. Hast du dich satt gegessen? Du weißt, Lane ist immer noch vorne. Wir brauchen ein gutes Restaurant. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Ah, da müssen wir lang. Das ist praktisch nur ein Zwischenort gewesen. Ich hoffe, hier ist ein Speicherpunkt. Das ist die Savanne. Hier durch geht es südlich zum Brinan-Gebirge. Das geht zum Dorf Lane. Ist noch ein bisschen, keine Angst. Ich brauche euch dahin. Ich bringe euch dahin. Erstmal zurück. Ich sollte speichern. Ich weiß nicht, ich habe jetzt bis jetzt noch keinen Speicherpunkt gesehen hier. Das macht ja Sinn, dass ich speichere. Ich speichere ab, zur Sicherheit. Ich sollte mal nachgucken, wo ich bin. Verdammt weitläufig hier. Hier liegt Geld. Oh hi, wo kommt ihr denn her? Wie viele sind das? Alle auf einmal weg. Pretty easy. Hier ist der Rand. Da liegt Geld. Hier sind schon wieder diese Vögel. Hm.
Wer hat am wenigsten SP? Sie. Genau! Wo kommt ihr denn her? Aua! Ihr nervt! Gadwin's secret move! Dragon King Slice! Die sind auf jeden Fall stark. All right, we won. Ein Punkt auf 5 Level ab. Und Feuer ist er hoch. Erhöht worden. Oh Mann, die sind stark. Aha, darüber muss ich wahrscheinlich, aber ich muss erstmal gucken, was hier noch so ist. Was sich hier noch so versteckt. Diesmal überrasche ich euch. Heißt sie wirklich Peking-Ente? Du machst mal ein bisschen Feuer. Den hier Feuer unter den Hintern. Und du gehst mal auf den los. 100 Millionen Degrees, take that. Deine Stufe höher. Not bad, eh? Oh, was liegt denn hier? Mal wieder ein Mana-Ei. War doch kein Mana-Ei mehr. So ist er nicht mehr. Wett. Könnte man sie irgendwie darstellen, wo diese Grenze ist? Oh. Na, und was ist das hier? Thank you.
So, er muss ein bisschen Erde mal ein bisschen pushen. Sie hat jetzt erst Erde bekommen. Du machst Heul auf, den da. Use your guts. Guts. Blow, Storm, blow. Du machst den da erstmal weg. Ach so, sie war dran. So, 28 plus Erde, okay. Oh, Rap und Justin Gramm haben bald ein Level up. Und irgendwann wäre auch Milder mal wieder. Hier liegt doch Geld. Hi, wo kamst du denn her? Du machst mal graben. So, du gehst mal den an. Noch ein Kampf noch und dann ist Rap ein Level höher. Also da geht's weiter. Aber was ist hier? Justin, hier geht's nicht nach Lane. Nach Lane geht es mehr südlich und über das Brindan-Plateau. Wenn wir keinen umgehen, kehren wir besser ein Stück zurück und halten uns dann südlich. Okay, hier wollen sollen wir noch nicht lang. Ich hab's kapiert. Warum ist da unten Regenbogenfarben?
Der Inn liegt hinter den Brillantbergen. Wir sind was Wärmeres gewohnt, Rap. Es wird ganz schön kalt. Was? Es gibt keinen Berg, den Rap nicht besteigt. Nicht alle sind so harte Kerle. Nun gut, dann mal los. Das ist eine komische Musik. Aber der Speicherpunkt kommt mir gelegen. Denn ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.